In diesem Video geht es um das Thema Lichtbrechung. Und das Thema Lichtbrechung besteht jetzt aus unseren Themen wiederum. Einmal die Frage, was ist überhaupt Lichtbrechung? Dann die Brechungsindizes, beziehungsweise optisch Dichten genannt, der einzelnen Medien. Und dann noch das Thema Snellsches Brechungsgesetz. Und jetzt seht ihr, zu diesen beiden Unterthemen habe ich schon extra Video gemacht. Packe ich auch noch in die Videobeschreibung. Aber damit seht ihr auch, dass jetzt das Thema Lichtbrechung jetzt so ein sehr großes Oberthema ist. Das heißt, ihr könnt das Video auch nutzen, um einfach eine gute Übersicht zu den ganzen Themen und zu den ganzen Unterthemen noch zu bekommen. Und jetzt ist das erstmal das erste Haftbild, wo ich dann mal eine gute Übersicht erstmal gebe. Und dann in den weiteren Haftbildern erkläre ich das Ganze noch im Detail. Jetzt erstmal hier angefangen. Jetzt zur Frage, was ist Lichtbrechung? Und man kann sagen, es gibt eine Lichtbrechung beim Übergang von Licht in ein anderes Medium. Also dann quasi bei einem Wechsel des Mediums. Und das sehen wir genau hier. Wir haben jetzt mal hier Medium 1, zum Beispiel Luft. Und hier Medium 2, beispielsweise Wasser. Und dann haben wir jetzt hier einen Lichtstrahl und jetzt sehen wir, der Lichtstrahl fällt jetzt hier dann in unserem Beispiel auf die Wasseroberfläche und dann ist es jetzt eben nicht so, wie man vielleicht denken könnte, dass jetzt der Lichtstrahl einfach geradeaus durchgeht, sondern wir haben jetzt eben einen Wechsel des Mediums, einen Wechsel von Medium 1 zu Medium 2 und deswegen wird jetzt an dieser Stelle das Licht gebrochen. Wir sehen, wir haben hier den gebrochenen Lichtstrahl und vielleicht kennt ihr das Prinzip auch, zum Beispiel wenn ihr einen Strohhalm oder einen Stock ins Wasser haltet. Dazu füge ich mal hier ein Bild ein. Da sieht man genau diesen Verlauf, dass man quasi von außen das so aussieht, als ob der Stock quasi krumm ist. Es liegt einfach an der Lichtbrechung, dass dann das Licht hier beim Übergang in das andere Medium gebrochen wird. Das ist das Erste, was wir sehen. Und jetzt wird noch ein Teil des Lichtes hier in der Wasseroberfläche oder beziehungsweise einfach beim Wechsel des Mediums allgemein gesagt, noch reflektiert hier mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, bei jeder reflektierte Anteil. Das ist erstmal so das Wichtigste. Und jetzt kann man eben drei wesentliche Kernsachen feststellen. Einmal kann man sagen, dass es einen Brechungswinkel Beta gibt und dass genau dieser Winkel, Brechungswinkel Beta, immer wichtig, dass immer der Winkel zwischen gebrochenem Lichtstrahl und Lot, das hier wäre jetzt das Lot, immer senkrecht zur Grenzfläche und auch wichtig hier, das wäre der Einfallswinkel Alpha. Wichtig, Einfallswinkel Alpha ist jetzt nicht von hier bis nach hier, sondern immerhin, könnt ihr euch immer merken, Winkel einzeichnen immerhin zum Lot. Also Winkel, Einfallswinkel ist zwischen Einfallstrahl und Lot und Brechungswinkel eben zwischen gebrochenen Strahl und Lot. Und jetzt wäre es hier so, dass ihr seht, Beta wäre jetzt hier kleiner als Alpha. Muss aber nicht immer sein. Es kann auch sein, dass hier zum Beispiel der gebrochene Strahl so aussehen kann. Dann wäre Beta größer als Alpha. Und wie groß jetzt Beta genau ist, das hängt jetzt ab von den einzelnen Brechungsindizes der einzelnen Medien, deswegen Thema Brechungsindex. Und in Abhängigkeit von diesen Brechungsindizes kann man dann anschließend mit dem Snellschen Brechungsgesetz wieder ganz genau den Brechungswinkel Beta je nach Anwendung berechnen. Deswegen das dann in weiteren Tafelbildern. Und das Weite, was wir sehen oder was wir feststellen können, ist, dass das Licht in unterschiedlichen Medien unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten hat. Das heißt, das Licht ist jetzt hier in Luft, hat hier in Luft eine andere Geschwindigkeit als hier in Wasser. Und vielleicht kennt ihr auch den Begriff Lichtgeschwindigkeit. Da ist ja Lichtgeschwindigkeit ist ja 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und streng genommen gilt diese Lichtgeschwindigkeit eben nur im Vakuum. Und jetzt kann man sagen, Luft ist relativ ähnlich wie im Vakuum. Deswegen gilt auch diese Lichtgeschwindigkeit c gleich 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde auch ungefähr Luft. Aber in Wasser ist die Lichtgeschwindigkeit jetzt nicht mehr 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und wie sich das jetzt genau verändert, auch das jetzt im nächsten Tafelbild. Und das dritte, wie gerade schon angedeutet, bei der Reflexion gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also hier der Winkel Alpha ist genau der gleiche Winkel wie Alpha Strich. Einfach Reflexionsgesetz. Jetzt kommt hier das nächste Tafelbild. Im Folgenden will ich jetzt auf die vorher genannten Punkte näher eingehen. Jetzt erstmal zum ersten Punkt, Brechungswinkel. Und jetzt haben wir hier nochmal eine Lichtbrechung dargestellt. Und jetzt, wie gerade schon gesagt, der Brechungswinkel Beta hängt jetzt von den Brechungsindizes bzw. von den optischen Dichten von Medium 1 und Medium 2 ab. Und jetzt könnt ihr euch erstmal so als Grundsatz merken, dass wenn wir einen Übergang von einem optisch dünnen in ein optisch dichten Medium haben, dann wird jetzt der Lichtstrahl zum Lot
hingebrochen, heißt Beta ist kleiner als Alpha und haben wir dann gegen umgekehrt einen Übergang von einem optisch dichten in ein optisch dünnes Medium, dann wird jetzt der Lichtstrahl zum Not weggebrochen. Heißt, Beta ist größer als Alpha. Und jetzt fragt euch wahrscheinlich, wann ist jetzt ein Medium optisch dünn, wann ist ein Medium optisch dicht? Und das hängt jetzt von den Brechungsindizes N der Medien ab. Und jetzt mal von vier Medien die Brechungsindizes dargestellt. Jetzt vom Vakuum haben wir den Brechungsindex N gleich 1. Von Luft N gleich 1,0003. Und meist nimmt man jetzt für Luft näherungsweise den gleichen Brechungsindex wie beim Vakuum, einfach von 1. Dann Wasser hat jetzt einen Brechungsindex von 1,333, Glas ungefähr von 1,5. Und es gibt natürlich auch noch weitere Medien. Das heißt, jedes Medium hat jetzt einen materialabhängigen Brechungsindex N. Und dann gilt jetzt, dass je höher der Brechungsindex, desto optisch dichter das Medium. Und damit könnt ihr dann einfach, wenn ihr eine Lichtbrechung mit zwei Medien habt, könnt ihr einfach in die Liste der Brechungsindizes gucken und dann seht ihr, das Medium, das jetzt einen höheren Brechungsindex hat, ist das optisch dichtere Medium und dann könnt ihr damit schon mal erstmal ganz grob sehen, ob ihr einen Übergang von einem optisch dünnen in ein optisch dichten oder einen Übergang von einem optisch dichten in ein optisch dünnes Medium habt und damit kann man dann schon mal erstmal ganz grob wissen, ob die Lichtbrechung jetzt zum Not hingebrochen wird oder zum Not weggebrochen wird. Das kann man schon mal erstmal wissen. Und wenn man jetzt wirklich genau berechnen will, wie groß jetzt der Brechungswinkel Beta genau ist, dann braucht man jetzt das cinetische Brechungsgesetz. Und das schreibe ich mal hier ganz kurz salopp auf. Das cinetische Brechungsgesetz lautet jetzt N1 mal Sinus Alpha ist gleich N2 mal Sinus Beta. Wie gesagt, habe ich schon ein extra Video gemacht, verlinke ich mal, also packe ich in der Videobeschreibung. Und dann, wenn man zum Beispiel jetzt, das ist eine typische Aufgabe, jetzt den Brechungswinkel Beta berechnen will, wenn der Einfallswinkel Alpha gegeben ist, dann wird man jetzt diese Form umstellen, also umgestellt, wird dann erstmal schon mal durch N2 geteilt, wäre Sinus Beta gleich und dann N1 durch N2 mal Sinus Alpha und dann müssen wir noch den Arcus Sinus bilden, um halt Beta zu berechnen. Also wäre dann Beta gleich Arcosinus von und dann N1 durch N2 mal Sinus Alpha. Und dann, wenn wir zum Beispiel das Beispiel von gerade betrachten, wir haben jetzt hier einen Übergang von Luft zu Wasser. Der ja genau das Prinzip. Wir gucken jetzt in die Tabelle. Luft hat einen Brechungsindex jetzt näherungsweise von 1. Wasser von 1,333 heißt, wir haben genau einen Übergang von einem optisch dünnes in ein optisch dichtes Medium. Dann müssen wir jetzt einfach hier für N1 1 ansetzen, für N2 1,333 und können dann damit den Brechungswinkel Beta berechnen, wenn der Einfallswinkel Alpha gegeben ist. Und jetzt noch ein Beispiel zu optisch dünnes und optisch dichtes Medium. Also ihr könnt euch ja fragen, wenn wir einen Wechsel des Mediums von Glas, wir stellen uns mal vor, wir haben hier das Medium Glas. Licht geht durch Glas und dann das unterliegende Medium ist dann Wasser. Was hätten wir dann für einen Übergang? Dann würden wir einfach in die Tabelle gucken. Glas hat einen höheren Brechungsindex als Wasser. Das heißt, wir hätten einen Übergang von einem optisch dichtes in ein optisch dünnes Medium. Heißt, das Licht würde vom Not weggebrochen werden. Um das jetzt nochmal kurz zu erklären. Und jetzt im nächsten Tafelbild will ich noch auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit eingehen. Jetzt seht ihr hier erstmal noch ein Bild zu einer Lichtbrechung am Gaskörper. Und vielleicht könnt ihr jetzt erstmal überlegen, welche Arten von Lichtbrechung wir jetzt hier haben. Und was wir jetzt sehen ist, dass wir einmal einen Lichtstrahl haben, der jetzt von der Luft auf den Glasblock fällt. Und dann haben wir gerade gesehen bei den Brechungsindizes, Luft hat jetzt ungefähr einen Brechungsindex von 1, Glas ungefähr von 1,5. Heißt, wir haben jetzt einen Wechsel, wie hier, von optisch dünnes in ein optisch dichtes Medium. Also, was seht ihr auch jetzt hier im Bild, dass wir dann erstmal eine Lichtbrechung nach diesem Verlauf haben. Und dann seht ihr jetzt auch im Bild, dass wenn der Lichtstrahl jetzt durch das Glas geht und dann das Glas verlässt, dann haben wir wieder so einen Verlauf, weil dann von Glas in Luft haben wir genau das Umgekehrte, dann haben wir den Wechsel von optisch dicht, also Glas optisch dicht zu optisch dünn Luft, also dann genau diesen Verlauf
Und deswegen, das ist noch kurz eine Sache dazu. Jetzt will ich noch zum zweiten Punkt was sagen, und zwar das Thema Brechungsindex und Ausbeutungsgeschwindigkeit. Und hier gilt dann die Formel, dass jetzt der Brechungsindex N gleich C0 durch C Medium ist. C0 dabei die Lichtgeschwindigkeit, die klassische Lichtgeschwindigkeit 3 mal 10 Meter pro Sekunde. Und C Medium ist jetzt die Lichtgeschwindigkeit, die man dann im Medium erhält. Und dann können wir jetzt die Formel auch nach C Medium umstellen. Wird dann C Medium ist gleich C0 durch N. Und dann Beispiel, wir betrachten jetzt mal Glas mit einem Brechungsindex N von 1,5. Dann hätten wir jetzt hier eine Lichtgeschwindigkeit von 3 mal 10 Meter pro Sekunde durch 1,5, wäre dann 2 mal 10 Meter pro Sekunde. Und in Wasser mit 1,33 Brechungsindex hätten wir dann eine Lichtgeschwindigkeit ungefähr zwischen 2 mal 10 Meter pro Sekunde und 3 mal 10 Meter pro Sekunde. Das heißt, ihr seht, dass jetzt in den verschiedenen Medien eben die Lichtgeschwindigkeit anders ist. Und dann könnt ihr euch auch merken, dass je größer der Brechungsindex N eines Mediums, desto kleiner die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Und das jetzt noch ein Thema dazu. Das waren jetzt so alle wichtigen Themen zum Thema Lichtbrechung. Und jetzt verlinke ich hier noch meinen Chemie-, Mathe- und Deutschkanal. Da mache ich auch ein Lernvideo. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.